Zauber dich die heute wieder. Auch du mit geschlossenen Augen. Hört sie ergriffen. Auch dieser schweigt Spötter. Ihren Strahlen offen. Hört sie meine Verse, geb ich entschieden den Vorzug. Auch du, ich leugne es nicht. Das sind wir also. Feinde, freundliche Gegner. Fort oder tot, sie wird es entscheiden. Prima le parole, dopo la musica. Prima la musica, dopo le parole. Schwester, ein gewagter Vergleich.
sanfter Musik schläft sich's am besten. In solchen Händen liegt unser Schicksal. Was wollt ihr ohne mich? Sind eure Werke totes Papier? Mit dir sind die Autoren gefesselte Sklaven. Meine schönen Dekors, der Kulissen, mein Künstlermalchen des Königs Oper. Da kann ich den Ritter Glot nur bedauern. Der unsere klassische Iphigenie mit seiner gelehrten Musik überschüttet. Den prophetischen Nachfolger des großen Kornett. Eine Melodie behält man, kein Wort versteht man im Tumult des Orchesters. Seine Töne ergreifen. Dramatisch sein Atem. Endlose Proben, monatelang. Und dann folgt der Durchfall des Dram Eruik. Das Publikum teilt sich in feindlicher Lage. Erregung der Geister. Probleme, Reformen, hört mir doch auf. Überfüllt das Theater. Diese Woche nur ausverkaufte Häuser. Alles nur Mode. Mode. Die große Gesellschaft, sie sitzt in den Logen, gähnt gelangweilt und schwatzt. Sie beachten allein die Pracht der Dekos und wartet voll Ungeduld auf die hohen Töne des beliebten Tenors. Es bleibt alles beim Alten, wie bei den Opern Lillis und Ramos. Nichts übertrifft die italienische Oper ihren schlechten Text, ihre gute Musik an Lautsprühung dem Zauber der Arie. Bewundert von Staunen die Kunst der Sänger, die Opera buffa. Und sind besonders Maestro Piccini versteht seine Kunst. Sie wird von Arm und Reich verstanden, sie unterhält und ergötzt auch den einfachen Mann. Höheres gilt es als Zeitvertreib, so wenig Verständnis, einfach man wie du. Gestern traf ich den alten Goldoni, er saß verstimmt im Café de Foix. Eine Oper sieht schrecklich, rief er mir zu, für die Augen ein Paradies, für die Ohren eine Hölle. Vergebens wartet man auf die Arien, sie klingen alle wie Rezitative. Was soll uns das Urteil des Venezianers? Er schreibt für sein Volk. Gondola, Gondola! Er lässt Gewürzkrämme und Seifen sie da auftreten. Wie steht es bei uns? In fernste Druiden-Vergangenheit taufen unsere Dichter zu Türken und Persern, die Propheten der Bibel. Schweift ihre Fantasie! Wie soll das bewegen? Das Volk bleibt kalt und wendet sich ab. Es will auf der Bühne leibhaftige Menschen von Fleisch und Blut und nicht Phantome. Du spielst für die Menge. Meine Truppe bevorzugt Leichtfertgeschwenke. Wir spielen um Gutes. Ein geistliches, heiteres Wort wie oder eine Opera buffa voll sprudelnder Laune in der weibliche Grazie. Zum Entzücken der älteren Kavaliere. Eine schöne Heroine hast auch du nicht verschmäht. Schön ist Clevo, das weiß er am besten. Vorbei, vorbei. Eine zarte Beziehung scheint stark beschädigt. Doch noch immer bewundere ich ihr reiches Talent. Bald wird der Graf nicht nur dieses bewundern. Zur heutigen Probe wird sie erwartet. Er wird mit ihr spielen. Er will es versuchen. Getragen von der Gewalt einer Ferse.
erhebt sich, noch sich nicht bewegt von deiner Musik. War sie wirklich so schön? Schade, schade, ich habe sie verschlafen. Verträumt ihr Augen, ein entzückendes Lächeln und spielt ihre Lippen eine bedeutende Frau. Sie kommen schnell dort in den Saal, die Bühne zu ordnen und alles zur Probe vorzubereiten. Jetzt beginnt meine Arbeit. Regie, versteh ich, das ist mein Metier. Regie, die Lösung. Regie, das Geheimnis. Sprechende Geste, mimischer Ausdruck. Erstes Gesetz. Umgaukelt das Ohr, mein Geist bleibt kalt. Der gefürchtete Kritiker, er hebt seine Stimme. Du liebst Musik, wie gefällt dir Flamand? Den heiteren Kuppel leg ich, du weißt es doch zu weit, er verirrt mir sein leichtfertiges Spiel. Bravo ist genial, oft sing ich für dich. Menschen vom Werke trennen. Wohl möcht ich. Doch du kannst nicht. Ich sah es heute. Mit geschlossenen Augen lauscht ich den Tönen. Doch unter den Wimpern ein Blick auf den Autor. Hier seh ich vollkommene Harmonie. Er möge stehen. Wenn Kunst und Natur in so hübschen Verein. Lass mir die Freude der schönen Erregung von Erregung und es entfloss den Tönen. Dunkle Gefühle drinnen im Mund. Was Musik nicht vermag, wird der Dichter dir sagen. Olivier Stück ist vortrefflich. Ein so eifriges Lob, mein skeptischer Bruder. Die schöne Mittlerin, die du erwartest, ihr gilt dein Interesse, leugn es nicht. Wie oft hast du selbst Claire bewundert? Vor ihr verstummt jede Kritik. Mit ihr zu spielen macht mich befangen, denn heute sind die Rollen vertauscht. Heute ist der Mäzen, der der Nacht sich bedarf. Was dem Partner fehlt, wird der Groch wohl ersetzen und des Dichters Wort trägt bequemlich ans Ziel. Spott nicht, Schwester, du bist zwiefach umworben. Wort oder Tun, wem neigst du dich zu? Nicht will ich denken, nur lauschend genießen. Frau Gräfin, wohin führt der Weg?
gnädige Blick für den einen, morgen ein Lächeln erholt für den anderen. Im Herzen ein Echo, der Lockruf der Töne. Der Dichter wirbt Stärke. Sorg du für dich selbst. Nur flüstres gefällt mir. Wer kennt sein Schicksal? Neugierig bin ich, wie du entscheidest. Muss keinen von beiden, denn hier zu wählen, hier zu verlieren. Leicht zu verlieren, leicht zu gewinnen, Schönheit des Lebens, wahre Gewinn. Sorgend gewinnen, lebend behalten, sorglos besitzen, ewig gewähren, Glück des Augenblicks, jeder Augenblick, Glück des Lebens, Weisheit des Lebens. Leicht zu verlieren, leicht zu gewinnen, Wahrheit des Lebens, Schönheit des Lebens. Beginnen. Das Programm für die Geburtstagsfeier der gnädigen Gräfin ist entworfen. In edlem Wettstreit wollen wir uns überbieten. Da ist die berauschende Sinfonie unseres jungen Flamands. Ein Drama, in dem ich die Rolle des Liebhabers spiele. Als feuriger Schwärmer und schließlich ein Opus aus meiner Werkstatt. Wahrscheinlich wieder ein dramatisiertes Proverb. Mit eingeregten Arietten und Couplets. Nein, keineswegs. Eine große Aktion in Theatrale meiner gesamten Truppe. Ein Huldigungsfestspiel. Ich will nichts verraten über Inhalt und Titel. Ein düsteres Geheimnis. Die erhabensten Bilder, das schönste Ballett. Auch Sänger der italienischen Oper werden Sie diesmal hören. Stimmen, Frau Gräfin, Sie werden staunen. Ihre perlenden Läufe, Ihre hohen Triller, Destinosen Tänen, ein strahlender Glanz. Musik nur als Vorwand. So spricht nur der Neid. Der Erfolg entscheidet. Ah, in meine Ferse. Wer hört auf die Worte, wo Töne siegen? Da ist sie. Ich eile sie zu begrüßen. Sie ist doch willkommen. Du hast es erreicht. Die berühmte Tragödie. Das Erfolg ist, weil sie mit Rosen drängen. Könnte sich auch singen, würde sie ohne Widerstehen. Wir danken, kommen ins Priesterin, die göttliche Klärung. Wie oft hab ich euch auf der Bühne gefunden. Andromache, Phaedra, Medea, Roxane. Du erschwerst meinen Auftritt, mein lieber La Roche. Ich fürchte, Frau Gräfin, Sie werden nach dieser Einführung von meinem Dialog enttäuscht sein. Sie unterschätzen den Reiz, aus Ihrem Mund Worte zu hören, die nicht an ein Felsmaß gebunden sind. Ihr natürlicher Vortrag wird auch im irdischen Leben trumpfen. Wir in unserer Welt des Scheins der Wirklichkeit zu nahe kommen, so ist die Kunst in Gefahr, sich die Flügel zu verbrennen. Haben Sie Ihr Gedicht vollendet, Olivier? Meine Rolle bricht an der interessantesten Stelle ab.
ist es nun meine Sache, der Galaterie oder des Herzens, dass sie uns die Liebessehne so lange verschweigen. Durchaus eine Sache der Inspiration verhebt der Raum. Der heutige Morgen ließ mir noch ein schönes Sonett zu fliegen. Sein Stück ist fertig, hier das Manuskript. So machen Sie uns doch mit der jüngsten Eingebung unseres Dichters bekannt, lieber Graf, und geben Sie uns dabei gleich eine Probe Ihres rhetorischen Talentes. Aus Begeisterung für den Autor will ich Sie über die Grenzen dieses Talentes nicht länger im Unklaren lassen. Ihr geht, entließ euch schon die Macht, die euch an meine Spur gebunden. Der Weg, der euch herangebracht, ist er so leicht zurückgefunden. Dies Auge, das auf mir geruht, in stillem, glückerfülltem Feuer, sprüht Blitze schnell vor Übermut nach unruhvollem Abenteuer. Ich geh, doch da ich gehen muss, den Feind im Streite zu erreichen, entbiet ich euch zum Abschiedsgruß der ungeteilten Treuezeichen, der Seele Glut zum sichern Pfand, ein liebend Herz zum Angebinde und wahre Kopf mir nur und Hand, das schnell und starr ich überwinde. Doch bunte Welt, bewegt und groß, entrückt euch abgelebten Zeiten. O Göttin, nur in euren Schoß wird Kampf und Sieg mich heimgeleiten. Wie rasch nach anderm ihr verlangt, Begier ist Nahrung dem Vergessen. Vor dem, wonach ihr sehnend bangt, verblasst, was liebend ihr besessen. Welch Bangen, Sehnen, welch Begehren verglimmte nicht im Flammenschein, den ihr entfacht. Das sollt ihr schwören und lasst des Schwurs mich Zeuge sein. Kein anderes, das mir so im Herzen loht. Nein, Schöne, nichts auf dieser ganzen Erde. Kein anderes, das ich so wie dich begehrte und käm von Venus mir ein Angebot. Dein Auge beut mir himmlisch süße Not, und wenn ein Aufschlag alle Qual vermehrte, ein anderer Wonne mir und Lust gewährte, zwei Schläge sind dann Leben oder Tod. Und trüg ich's fünfmal hunderttausend Jahre, erhielte außer dir, du Wunderbare, kein anderes Wesen über mich Gewalt. Bravo, bravo, Sie sind wirklich kein Laie, entschlossen zu ihrem theatralischen Talent in nähere Beziehung zu treten. Hier nimm das Drama und setze es in Szene, bestimme unser Auftritt, prüf unsere Geste, geleite uns zur Probe und sei unser Der Theatersaal ist hell erleuchtet. Folgt mir, ihr Freunde. Du bleibst mein zart Gefühl. Verbietet mir, dem Autor zu erlauben, bei der szenischen Einrichtung seines Stückes zugegen zu sein. Harre und vertraue. Schon küsst ihn die Muse. Ungehemmt und ohne Fesseln sei das Walten meiner Fantasie. Mein lieber La Roche, du bist ein Genie. Schreitet seiner Bekehrung entgegen. Er deklamierte eindringlich und recht natürlich. Der Liebhaber in eurem Theaterstück drückt seine Gefühle für die Angebetete wahrhaft erschöpfend auf.
Der Vortrag des Grafen war eine Improvisation an eine falsche Adresse. Gestattet, dass ich den Missbrauch wende. Kein anderes, das mir so im Herzen lohnt. Nein, Schöne, nichts auf dieser ganzen Erde. Kein anderes, das ich so wie dich begehrte, und käm von Venus mir ein Angebot. Eine schnöde Methode, die angeredete Person nach Belieben zu vertauschen. Dein Auge beut mir himmlisch süße Not, und wenn ein Aufschlag alle Qual vermehrte, ein anderer Wonne mir und Lust gewährte, zwei Schläge sind dann Leben oder Tod. Und trüg ich's fünfmal 100.000 Jahre, erhielte außer dir, du Wunderbare, kein anderes Wesen über mich Gewalt. Durch neue Adern müsste mein Blut ich gießen, in meinen voll von dir zum Überfließen, fände neue Liebe weder Raum noch Halt. Ein schönes Gedicht wie eine Feuergabe schlägt es empor, doch wie grausam geht er mit ihm um, er gibt es fremden Ohren preis und verlangt, dass ich Zutrauen zu ihm gewinnen. Ach, man sollte Liebesschwüre nicht öffentlich vortragen. Finden Sie nicht auch, Flamand? Seine Verse sind von vollendeter Schönheit, schone ich sie als Musik in mir. Was tust du, was siehst du? Lassen Sie ihn gewähren. Wie Sie sehen, ist auch Musik eine Sache der Inspiration. Mein Sonett, mein schönes Sonett! Stören Sie ihn nicht! Was kann er Böses tun? Schrecklich! Ich fürchte, er komponiert mich! Ist das so schlimm? Wartet doch ab! Neue entstellen! Er zerstört meine Verse! Vielleicht schenkt er Ihnen höheres Leben! Ein schönes Gedicht mit Musik übergossen! So voller Besorgnis! Im Augenblick, da wir allein, habt ihr mir nicht in Prosa zu sagen. Meine Prosa verstummt. Ihr wisst, was ich fühle. Bedenklicher Zustand, fasst mich nicht an. Ein wenig Geduld würd ich herzlich begrüßen. Immer Geduld, niemals Erfüllung. Hoffnung ist süß, Gewährung vergänglich. So darf ich hoffen, soll nicht fürchten. Jegliches Feuer braucht stete Bewegung, so ist bestimmt ein Brand. Sprache wollt ihr verstehen. Dunkle Ton.
Geistes innere Klarheit. Denkt ihr wirklich davon gering? Die Worte der Dichter schätze ich hoch, doch sagen sie nicht alles, was tief verborgen. Ihr weicht mir aus, bekennt doch offen meine schlanke Gestalt, ein glattes Gesicht, wecken die Sinne haben den Vorrang vor Geist und Witz. Eine nüchterne Weisheit, doch ihr vergesst, dass hier männliche Anmut gepaart mit Talent. Ein entwaffnender Einwand hat doch Erbarmen. Ist Licht als Licht.
Töne. Sie nennen es Phrasen, die Herr Musikanten. Zu einer Kürzung, ein genialer Stich aus meiner Feder, mit einem Stück verblüffender Wirkung. La Roche-Chirurg, nun wird's gefährlich. Das Kind deiner Muse ist wohlgebaut, nur dein Arm ist zu lang. Ich kenne deinen Vorschlag, du schneidest ein Stück ab und die Hand ist weg. Hab ich meine Gefühle von eurer Schönheit geblendet? Steh ich vor euch und erwartete mein Urteil? Ihr beide verwirrt mich. Ich zweifle, ich schwanke. Entscheidet, entscheidet, Musik. Kunst, Flamand, Olivier, wem reicht ihr den Preis? Ich
süße Liebe plötzlich geboren, an jenem Nachmittag, als ihr eintratet in eure Bibliothek. Ihr sagt mich nicht. Ein Buch nahmt ihr in eure schönen Hände. Ich saß versteckt in einem Winkel. Lautlos hielt den Atem an und wagte nicht, mich zu Seite sah ich euch lesen. Dämmerung brach herein. eine Beredsamkeit des Schweigens, die durchdringender ist, als Worte es sein können. Lange blieb ich und spürte noch die Nähe eurer Gedanken. Da wurde es dunkel, ich war allein. Seit jener Stunde bin ich ein anderer. Ich atme nur noch in Liebe zu euch. Und jenen Spruch, warum nehmt ihr zu Worten eure Zuflucht? Ihr borgt von eurem Freund, vertauscht die Rolle. Wir klingen, hörtet ihr meine Liebe, doch bitten sie fanden den Weg zu eurem Herzen. Sie erzählten beredsam von euren Empfinden. Gott hat ich recht, mein Geständnis zu wagen. Das Glück der Liebe, die man nicht zu gestehen wagt, hat Dornen. Aber auch selbst. Hier seht ihr jenes Buch,
und weicht mir aus ohne Antwort, wie der ich vernichtete. Ohne besiegende Antwort gewinnt mir ein Zeichen, ein Wort nur. Nicht jetzt, Flamand, nicht hier! Anne, dort oben, wo eure Liebe geboren. In der Bibliothek noch heute. Nein, nein, morgen. Folgen Sie. Morgen Mittag um 11. Wir werden die Schokolade hier im Salon einnehmen. Welch köstliche Begegnung! Sie ist reizend, bezaubernd. Nur Flüchtiges gefällt mir. Sie lobte meinen Vortrag, fand für mein Spiel begeisterte Worte. Du fühlst dich bewundert und gibst dich gefangen. Eine süße Schalmei sind die Worte der Schmeichler. Zu leben geneigt, die uns bewundern, glauben oft wir zu leben, die wir bewundern. Ein klarer Geist erkennt und beurteilt den Preis aller Dinge. So traust du mir zu, im Spiel der Gefühle den Kopf zu verlieren. Wenn man verliebt ist, so urteilt das Herz. Wahrheit wirst du widerstehen, wo Geist und Schönheit zu strahlend regieren. So huldge dir Schönheit, du kennst ihren Wert. Meine Lage ist ernst und tiefer, schon haben die beiden mir ihre heftige Das wird ja lustig. Was gab den Anlass? Die Huldigung des Dichters. Das Sonett aus dem Drama. Er trug es mir vor. Es bewegte dein Herz. Nicht sehr. So ließ es
dich kalt. Nicht mehr. Hör doch nur, seit ihr. Herr Flamand. Seit ihr's komponiert. Hier, er hat das Sonett komponiert. Zum Entsetzen des Dichters. Und was sagt Olivier? Schien verdrießlich, dann wurde er nachdenklich. Er war sichtlich bewegt, verblüfft jedenfalls. Und die beiden vereint. Ich stürme mein Herz. Was soll das werden? Eine Oper. Charmant, meine Schwester als Muse. Er spart dir den Spotten. Triff du, lieber Bruder, da eine Wort. Wort oder Tor, ich bleibe beim Wort. Viel Glück, Eiklerou. Venus und Minerva in einer Person. Zurück in die Welt des Salons. Die Probe ist aus. Wir wechseln das Zeitalter. Verwandeln uns aus sagenhaften Gestalten in Menschen, die nach den Gesetzen des Salons ihre Rollen spielen. Nicht immer dankbare Rollen. Hängt das nicht sehr von den Stichworten ab? Waren Sie mit Ihrem zufrieden. Er zeigte Esprit und Theatertalent. Denken Sie, der Souffleur war eingeschlafen. Ein schlechtes Zeichen für dein Drama. Dein Souffleur schläft immer. Und der Graf deklamierte weiter, voll Bravour und ohne aus seiner Rolle zu fallen, ein seltener Fall von Geistesgegenwart. Dürfen wir hoffen, dass Sie den heutigen Abend mit uns verbringen? Leider muss ich zurück nach Paris. Morgen ist großes Fest im Palais Xamour. Wir spielen den Tancred des Herrn Voltaire. Ich habe noch fleißig zu memorieren. Wie Sie gesehen haben, kann der Souffleur auch einschlafen. Bevor Sie fahren, noch eine kleine Erfrischung. Fast wären wir in einem Ozean von Versen ertrunken. Eine Tasse Schokolade wird uns erquicken. Und dann, verehrte Frau Gräfin, während wir nach den Anordnungen Ihrer Regie diese Schokolade schlürfen, eine kleine Abwechslung für Auge und Ohr. Eine Tänzerin. Zwei italienische Sänger. Wir sind genug, uns daran zu erfreuen. Was sagt ihr, die personifizierte Grazie? Meine neueste Entdeckung. Ein kleines Mädchen aus der Picardie, ich fand sie beim Vicomte.
Freunde sich verborgen. Im richtigen Moment gelang es mir, mit List zu entführen, sie geschützt in meiner Ballettschule erzogen. Oh, eine bedeutende Begabung, ich prophezeie ihr eine große Zukunft in der nächsten Nähe des Königs. Morgen tanzt sie beim Prinzen von Conti im Salon de Quatre Glaces. Sieht nun, welch eine Beherrschung des Körpers. Diese Jugend, ein Traum. Wie soll ich dir danken, dass du gekommen bist? Du sprichst meine Verse in Reisen. Ich bin fest entschlossen, auf keinen Fall mehr dein Entzücken zu erregen. Behalt sie bei dir, deine Komplimente. Solchen Unfug für alle Zeit feindseliges Schweigen herrschen. Ein sprießlicher Dialog dürfte nicht mehr aufkommen. Umso wahrscheinlicher dürfte ein solcher sehr bald zwischen Rahmen hier beginnen. Ein Wundervogel, ein Philosoph, er setzt seiner Jugend eine Maske auf. Gegen maskierte Männer bin ich von jeher misstrauisch. Der Zauber deines Wesens wird auf ihn bestricken. Wissen, dass es zwischen uns nur eine Vergangenheit gibt. Eine sehr schöne Vergangenheit, die mit einem großen Krach geschlossen hat, der Vorhang ist gefallen. Ich glaube nicht, dass du in ihren Memoiren eine ansehnliche Rolle spielen wirst. Thank you.
Kunst entzückt und begeistert mich, so wie das Denken unseren Geist los vom Körper löst und uns in eine höhere Mitversetzung überwindet, der Tanz die Irren schwirren. Der Körper scheint zu schweben, begleitet von bewegenden Tönen. Und hier, lieber Freund Flamand, müssen Sie gestehen, ist Ihre Kunst nicht die Herrscherin, sondern nur eine allerdings köstliche Beigabe. Ein bezaubernder Irrtum ohne Musik würde es niemand sich einfallen lassen, auch nur ein Bein zu heben. Tanz und Musik stehen im Bann des Rhythmus, ihm unterworfen seit ewiger Zeit. Deiner Verse Maß ist ein weit stärkerer Zwang. Freischalte den ihm des Dichters Gedanke. Wer zieht da die Grenze zwischen Form und Gehalt? In irdischer Form ein unfassbar höheres Musik. Siehe ihm nicht ins Leben, in jede Gedanke nicht ringt. Nicht in unfassbaren Klängen, in klarer Sprache form ich meine Gedanken. Dies ist die Musik für immer verwirrt. Mein Gedanke ist die Melodie, sie kündet Tieferes, ein Unaussprechliches. In einem Akkord erlebst du einen streiten um eine Rangordnung ihrer Künste verlorene Mühe im Bereich meiner Bühne dienen sie alle. Schon sind wir inmitten der Diskussion über das Streitthema unserer Tage. Musik ist eine erhobene Kunst, nur ohne wie ich nicht sie dem Druck des Theaters. Nicht Trug, die Bühne enthüllt uns das Geheimnis der Wirklichkeit, wie in einem Zauberspiegel gewahren wir uns selbst. Das Theater ist das ergreifende Sinnbild des Lebens. Seine oberste Göttin Fantasie, ihr Untertan. Poesie, Malerei, Skulptur und Musik. Und wo wär eure Sprache, wo sind eure Töne? Ohne Deklamation und Gesang, ohne die Darstellung durch den Akteur, den Zauber seiner Persönlichkeit, ohne sein Kostüm, hey, ohne seine Maske. Jawohl. Ihr überschätzt euren Schreibtisch. Ganz recht. Der dichtende Geist ist der Spiegel der Welt. Poesie ist die Mutter aller Künste. Musik ist die Wurzel, der alles entfällt. Die Klänge der Natur singen das Gegenlied allen Künsten. Die Sprache des Menschen allein ist der Boden, dem sie entsprießen. Der Schmerzensschrei ging der Sprache voraus. Auch das Leid zu deuten vermag sie allein. Der wirklichen Tiefe des Tragischen kann nur die Dichtung Ausdruck verleihen. Nie kann sie sich in Tönen offenbaren. Das sagt ihr jetzt in dem Augenblick. Genie uns lehrt, dass es eine musikalische Tragödie gibt. Halt, noch einen Schritt, und wir stehen vor dem Abgrund. Schon stehen wir der Oper Aug in Aug gegenüber. Ein schwerer Anblick, ich wage es zu sagen. Etwas absonderlich dieses Geschöpf aus Tönen.
Rezitativen, Komponist und Dichter, einer vom anderen schrecklich behindert, verschwenden uns etliche Mühen, es zur Welt zu bringen. Eine Oper ist ein absurdes Ding, Befehle werden singend erteilt, über Politik im Duett verhandelt. Man tanzt um ein Grab und Dolchstiche werden melodisch verabreicht. Ich könnte mich damit befreunden, dass man in der Oper mit einer Orgel stirbt. Warum aber sind die Verse immer schlechter als die Musik? Ausdrucks. Bei Gluck ist es anders. Er führt die Dichter, er kennt die Leidenschaft unserer Herzen und er erregt den verborgenen Kranken. Auch bei ihm ist das Wort nur ein Stiefkind des Touch. Rezitative nicht mehr, wir widerstehen der bleiernen Langeweile, die sie verbreiten. Endlos schleppen sie sich ein. Sie haben weder die Süße der Melodie noch den Reiz der kraftvollen Rede. Eure Kritik trifft die Oper des alten Stils. Das sagt Compagniato, unseres Meisters hat die Kraft des antiken Monologes. Der Reichtum des Orchesters macht es zu Händen in seinen Tragödien. Und die Arie, soll sie verschwinden? Das unheilbare Gebrechen unserer Opern ist der betäubende Lärm des Orchesters. Sein Brüllen und Toben verschlingt die Stimmen. Die Sänger werden gezwungen zu schreien. Ob der Text gut oder schlecht ist ohne Bedeutung, niemand kann ihn verstehen. Wo bleibt der Gesang, diese Gabe der Götter? Die menschliche Stimme, das Ohrinstrument, es wird vergewaltigt zu Sklavendiensten. Dahin die Tradition des alten italienischen Gesanges. Der Belcanto liegt im Sterben. Ein dramatischer Tod. Seine prophetischen Worte scheinen mir stark übertrieben. Thank you.
sie nicht auf, Flamand. Der Text scheint nicht sehr zur Musik zu passen. Bravo, bravo, bei einer schönen Kantilene werden einen die Worte völlig gleichgültig. Es bleibt immerhin eine Kunst, auf einer heitere Melodie so großen Schmerz auszudrücken. Diese Kunst hat einen Vorzug. Wir fühlen uns trotz des grausamen Vorgangs angenehm getröstet. Zu erfahren. So verraten Sie uns doch endlich Ihr großes Programm. Das Huldigungsfestspiel, die grandiose Azione Theatrale meiner gesamten Truppe, hat zwei Teile. Da ist zuerst die Darstellung einer erhabenen Allegorie, die Geburt der Pallas Athene. Kopf des Zeus wird sie geboren. Wie das? So erzählt die Legende. Nachdem mit Metis das Kind gezeugt, verschlang die Mutter. Wie? Hat sie verschluckt. 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 Er schlingt sie hinunter wie ein Hecht, die zarte Geliebte. Aus Liebe. Wie zärtlich. Aus Liebe. Aus Hunger. Aus Angst vor Jude. In ihm wächst die Tochter. Die Geliebte versteckt vor der eifersüchtigen Gattin. Ein kurioses Mittel, seine Seitensprünge zu verbergen. Als Kind seines Geistes steigt sie empor. Empor aus dem Harte des Gottes. Und Zeus. In voller Rüstung. Ihm ist der Ruhm. Erklärend entbindet er der Blick, ein fliegender Kopfschmerz, die Sonne und die Muskel steht still, steigt aus der Frage, wo bleibt sie? Kommt,
sich sie bleibt spurlos verschwinden. Schildern die Erregung des Himmels. Sie sind im Magen. Ein possierlicher Anfall. Zum Schluss auf den Trümmern, großes Ballett. Also hinter, es kommt ja ganz anders. Veraltete Blumen, Maschinenzauber, Einzelsperrische, Massenmusik, sinnlose Aufzüge, Höhlenbomben, Apotheose, Hühnchen, Statistik, und keine Sorge, und Schleichschläge, lass mich doch zu Worte kommen. Ein köstlicher Anblick. Diese Stanzeln in Höhlen, all wir von ihr, ist der Ich bin nicht so vorsichtig, ich bin nicht so schlau, ich bin nicht so schlau.
verhöhnt und beschimpft mein festliches Theater. Was gibt euch ein Recht, so überheblich zu sprechen und mich zu schmähen? Den wissenden Fachmann, euch, die ihr noch nichts für das Theater geleistet, deine Verse in Ehren, wenn Clairon sie spricht, aber die magre Handlung deiner Dramen, ihr dramatischer Aufbau, sehr bedürftig meiner szenischen Hilfe. Deine kleinen Nasalen für Streichinstrumente, graziöse Kammermusik, sie entzückt den Salon. Die heutige hab ich leider verschlafen. Elegische Romanzen kannst du wohl singen, aber Musik der Leidenschaften, wie die Bühne sie fordert, so ist dir bisher noch nicht gelungen. Nein, nein, euer Veto macht mich nicht erzittern. Was wisst ihr, Knaben, von meinen Sorgen? Seht hin auf die niederen Possen, an denen unsere Hauptstadt sich ergötzt. Gegen Massen ihr Wahrzeichen, die Parodie, ihr Element, ihr Inhalt, sittenlose Frechheit. Teufisch und Trüde sind ihre Späße. Die Masken zwar sind gefallen, doch fratzen sie dir, sagte Menschenantlitze. Ihr verachtet dies Treiben, und doch, ihr duldet es, ihr macht euch schuldig durch euer Schweigen. Ich gegen mich richten eure Verlass. Ich diene den ewigen Gesetzen des Theaters. Ich bewahre das Gute, das wir besitzen. Unserer Väter halte ich hoch, voll Pietät hüte ich das alte, harre geduldig des fruchtbaren Neuen, erwarte die genialischen Werke. Die Werke, die zum Herzen des Volkes sprechen, die seine Seele widerspiegeln. Wo sind sie? Ich kann sie nicht finden. So sehr ich auch suche, nur blasse Ästheten blicken mich an. Sie verspotten das Alte und schaffen nichts Neues. In ihren Dramen spazieren papierne Helden, zücken die Schwerter und schwiegen Tiraden, die wir längst schon kennen. In der Oper das Gleiche. Reisepriester und
himmlische Könige aus grauer Vorzeit, Brüdern, Propheten, schreiten gleich eben aus den Kulissen. Ich will meine Bilder mit Menschen befächern, mit Menschen, die uns gleichen, die unsere Sprache sprechen. Ihre Leiden sollen uns rühren und ihre Freuden uns tief bewegen. Auf, erhebt euch und schafft die Werke, die ich suche. Kraft euch hier auf meiner Bühne, ich sehe zum stolzen Erfolg. Schärft euren Witz, gibt dem Theater neue Gesetze, neuen Inhalt. Aber nicht, so lasst mich in Frieden mit eurer Kritik. Heute im Zenit meiner ruhmreichen Laufbahn darf ich es wagen, von mir zu sprechen. Von mir, dem Entdecker großer Talente, dem weisen Erzieher, dem Inspirator. Meinesgleichen, wo wäre das Theater? Ohne meinen kühnen Wagemut und schließlich ohne meine hilfreiche Hand, ein Vorschuss im richtigen Augenblick, aus tiefster Depression erheben und die entschwundene Tatkraft wieder erwecken. Ein Beispiel für viele der berühmte Lacan, einst ein lebensmüder Statist, jetzt ein Führer des Palais Royal, ist mein Werk. Weg. Gebt euch geschlagen, ihr Schwärmer, ihr Träumer. Achtet die Würde meiner Bühne. Meine Ziele sind lauter, unauslöschlich meine Verdienste. Ich streite für die Schönheit und den edlen Anstand des Theaters. Mit dieser Parole im Herzen lebe ich mein Leben für das Theater. Yeah.
bravissimo. Eine Versöhnung, das ist eine Verschwörung, und ich bin das Opfer, meiner Ahnung erfüllt sich eine neue Oper.
was bleibt mir übrig, als mich zu fügen? Das Unvermeidliche nimmt seinen Lauf, eine Oper bricht über mich herein. Ihre Stoße seufze verhallen, ohne jede merkliche Wirkung. Mein Bruder ist nicht sehr musikalisch, er hat eine Vorliebe für Einzugsmärsche und betrachtet in der Oper die Komponisten als Wortmörder. Nun gleich an die Arbeit. Vielleicht hat er recht. Wir wollen keine Zeit verlieren. Der Arie ihr Recht auf die Sängen, dem Rücksicht nicht so laut, das Orchester im großen Ballett, da tobe dich aus. Er findet den Schrein seiner reichen Erfahrung. Die Szene der Primadonna nicht zu Anfang des Stücks. Verständliche Verse und oft wiederholt, da hast du die Chance, dass man sie versteht. Lass deine ewigen Regeln beiseite, neue Wege wollen wir suchen. Macht euch nicht wichtig in meiner Hand, wird schließlich euer Erfolg. Gleich hin, wir wollen die Arbeit redlich teilen, bei dir liegt der Anfang, überlege den Stoff. Wie würde euch Ariadne auf Naxos gefallen? Schon zu oft komponiert. Die bekannte Gelegenheit zu sehr vielen langen Trauerarien. Ich würde Daphne weit mehr interessieren. Eine verlockende Formel, doch äußerst schwierig darzustellen. Daphnes Verfahren zu ihnen das Wunder der Töne kann sie gestalten. Ein schöner Stoff, ich lieb ihn ganz besonders. Schon wieder Nymphen und Schäfer, Götter und Griechen. Alltägliche Dinge, er war doch selbst gegen die Mythologie. Es fehlten nur noch die trojanische Krieg. Auch Ägypter und Juden, Persern und Römer haben wir genug in unseren Opern. Wählt doch einen Vorwurf, der Konflikte schildert, die auch uns bewegen. Ich wüsste ein äußerst fesselndes Thema. Schreibt eine Oper, wie er sie sich wünscht, schildert Konflikte, die uns bewegen. Schildert euch selbst die Ereignisse des heutigen Tags, was wir alle erlebt. Dichtet und komponiert es. Komponiert es als Oper. Ein verblüffender Einfall. Das ist nicht zu leugnen. Das wäre ein Thema, das auch uns interessierte. Ein entzückender Vorschlag. Wir fallen aus einer überraschenden Situation in die andere. Ein wahres Problem, so etwas aufzuführen. Seht dich an. Zeigt uns, dass ihr etwas Apartes schaffen könnt. Die Musik ist gesorgt. Wir sind die Personen eurer Oper. Wir alle spielen mit in eurem Stück. Wird das nun eine heitere Oper? Ich sehe mich schon als Bassbuffo umherirren. Jedenfalls eine Oper ohne Helden. Wer ist der Liebhaber? Ich glaube, es gibt nur wenige Personen, die es nicht sind. Wen wählst du von uns zum Tenor? Verraten nicht so früh die Geheimnisse eurer Werkstatt. Sehr fein pariert. Ich gratuliere, Herr Graf. Sie stellen den Dreien eine schwierige Aufgabe. Ein wenig boshaft ist dein Vorschlag. Der Einfall ist köstlich. Was sagst du dazu, Maroche? Wieder einmal ein blindes Huhn. Ein Eigerling. Wieso? Warum nicht? Sie scheinen mir ganz bestürzt, La Roche. Sie
Diesen Vorschlag hätte ich allerdings nicht erwartet. Finden Sie ihn schlecht? Nein, nein, aber bedenken Sie, Frau Gräfin, ich fürchte, das Ganze wird eine einzige große Indiskretion. Es wird von eurem Geschmack abhängen, Sie graziös auf die Bühne zu bringen. Nur indiskrete Theaterstücke haben Erfolg. Ich finde den Reinfall ganz ausgezeichnet und werde sogleich das Szenarium entwerfen. Es ist spät geworden. Ich muss nach Paris. Auf wir müssen aufbrechen. Ihr fahrt doch mit mir. Wir haben Sie hier allzu lange festgehalten. Oh, in Ihrem bereit. Ist angespannt. Zu dienen. Vier Pferde. Ich hätte wenigstens sechs erwartet. Trennt euch doch endlich vom heutigen Tag. Auf der Fahrt können wir noch manches für unsere Oper besprechen. Vergiss nicht meine Hauptszene in deinem Szenarium. Ich im Theatersaal die Probe leite. Ein Marschall der Bühne, sie kann zum Höhepunkt deines Stückes werden. Und vor allem, sorge für gute Abgänge in meiner Rolle. Du weißt, der wirkungsvolle Abgang, ein entscheidendes Moment für den Erfolg. Der letzte Eindruck von einer Figur. Das war ein
Von der Torte ist nichts mehr übrig. Was wollte der Direktor mit seiner langen Rede? Er sprach sogar Griechisch. Ich habe nichts verstanden. Es handelt sich um Reformen bei den Schaustücken, die er noch vor seinem Tod einführen will. Ich vermute, Sie wollen jetzt auch Domestiken in den Opern auftreten lassen. Die ganze Welt ist närrisch, alles spielt Theater. Uns machen sie nichts vor, uns machen sie nichts vor, uns machen sie nichts vor, uns machen sie nichts vor. Wir sehen hinter die Kulissen, die Kulissen. Dort sieht die Sache ganz anders aus. Dort sieht die Sache ganz anders aus. Der Graf sucht ein zärtliches Abenteuer. Sucht ein zärtliches Abenteuer. Die Gräfin ist vergräfin, und weiß nicht, den Weg. Vielleicht in alle beide. Um sich darüber klar zu werden, lässt sie sich eine Oper schreiben? Wie wird man aus einer Oper klug? Verworrenes Zeug. Man singt, damit man den Text nicht erstiegt. Das ist auch sehr notwendig. Sonst zerbricht man sich über den verworrenen Inhalt im Kopf. Lass dein vorlautes Geschwätz. Ich lob mir die Seiltänzer und ihre Spektakels. Ihre Truppe ist vom König privilegiert. Ich habe sie in der Saal gesehen. Ich auch großartig, sage ich euch. Und nachher das grausige Stück Coriolan, der die eigene Tochter ersticht. Mir sind die Marionetten lieber. Der Arlecchino ist lustiger. Wollen wir am Geburtstag unserer Gräfin nicht auch was Lustiges spielen? So eine Geschichte mit Masken. Ich kenne den Brighella von der italienischen Truppe. Der hilft uns sicher. Seid still, der Maître kommt. Macht schnell hier fertig. Dann richtet alles zum Souper. Nachher seid ihr frei? Welch Vergnügen, ein Abend ohne Gäste, Nun in die Küche zu sehen, was es gibt. Das Souper steht bevor. Und nachher sind wir frei. Gloria, Gloria! Gloria, ein Abend ohne Gäste. Welch Vergnügen, ein Abend ohne Gäste. Das Souper steht bevor und nachher sind wir frei. Der Graf sucht ein zärtliches Abenteuer. Die Gräfin ist verliebt und weiß nicht. Herr Direktor! Wo kommen Sie hin? Herr Direktor! Wer sind Sie? Erschrecken Sie nicht! Woher sollten Sie mich auch kennen? Ich bewege mich selten auf der Erdoberfläche. Was wollen Sie damit sagen? Ich verbringe mein Leben unter der Erde. Unsichtbar. Für mich sind Sie aber sehr sichtbar. Ich bin Ihr unsichtbare Herrscher einer magischen Welt. Wieso kommen Sie dort aus dem finstern Saal? Ich war eingeschlafen, Sie haben mich da drin vergessen. Wollen Sie mir nicht endlich sagen, wer Sie sind? Ich bin Ihr Souffleur. Man nennt mich Monsieur Taub. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Monsieur Taub, und Sie in unserer wirklichen Welt begrüßen.
ein Besuch, Herr, ein kurzer Besuch. Machen Sie kein Aufhebens davon. Sie sind ein merkwürdiger Mann und wie mir scheint, von einiger Wichtigkeit. Schon gut, schon gut, Sie haben recht. Dies, wenn ich in meinem Kasten sitze, beginnt das Weltenrad der Bühne sich zu drehen. Sie setzen also sozusagen es in Bewegung. Die tiefen Gedanken unserer Dichter, ich flüstere sie leise vor mich hin, und alles beginnt zu leben. Unheimlich schattenhaft spiegelt sich vor mir die Wirklichkeit, mein eigenes Flüstern schläfert mich ein. Wenn ich schlafe, werde ich zum Ereignis. Die Schauspieler sprechen nicht weiter, das Publikum erwacht. Ha, 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 gut gesagt, gut gesagt. Nur mein Schlaf rettet mich vor Vergessenheit. Diesmal hat man sie aber doch vergessen. Wie schlecht man mich behandelt. Dies Los teilen sie mit allen Herrschern. Sie ließen mich im Stich und sind davon gefahren. Wie soll ich jetzt nach Paris zurückkommen? Zu Fuß ist es so weit, kommen Sie mit in die Anrichte. Stärken Sie sich ein wenig. Ich werde inzwischen einen Wagen anspannen lassen. Sie sind sehr gütig. Folgen Sie mir. Ist das nun alles ein Traum? Oder bin ich schon wach? Thank you.
Graf hat Mademoiselle Clairon nach Paris begleitet. Ihr lässt sie für heute Abend entschuldigen. Ein beneidenswertes Naturell, das flecht gelockt ihn. Wer sagt er heute, entscheiden, sorglos besitzen? Frühstück seine Aufwartung machen und von Frau Gräfin den Schluss der Oper zu erfahren. Den Schluss der Oper? Wann will er kommen? Er wird in der Bibliothek warten. In der Bibliothek? Morgen Mittag um 11 Uhr.